Geht's heute noch weiter aufwärts und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte DAX und Euro-Dollar. Was den DAX betrifft, sieht's gut aus. Wir sind knapp unter der 9300er Marke zu Handelsbeginn. Es ist die geopolitische Lage, die sich zu entspannen scheint. Man hat sich offenkundig geeinigt, zwischen der Ukraine und Russland jetzt diesen russischen Hilfskonvoi ins Land zu lassen. Das ist das eine, und das andere sind militärische Fortschritte oder sind Fortschritte im Kampf gegen die ISIS im Irak. Das ist das Surrounding, das ist das Umfeld, das derzeit einen weiteren Anstieg des DAX begünstigt. So verhalten die Vorgaben in Asien, etwas stärkere Kursgewinne mit 0,83% in Tokio. In Hongkong und der Shanghai geht es minimal nach oben, etwas deutlicher nach oben mit 0,68%. Steigen die Märkte in Australien. Was haben wir heute an Daten? Gestern ja war wenig zu verzeichnen in AHB Hausmarktindex. Der ist zum dritten Mal in Folge gestiegen. Positives Signal vom Immobilienmarkt, und das wird auch heute wieder im Fokus stehen, nämlich mit den Baubeginnen und den Baugenehmigungen um 14.30 Uhr. Interessant auch dann noch die Verbraucherpreise aus den USA ebenfalls um 14.30 Uhr. Da wird sich die Frage entscheiden, wie sieht es aus mit der Inflation? Die jüngsten Daten deuten ja doch darauf hin, dass in den USA durchaus die Preise ansteigen, anders als eben in der Eurozone. Nochmal der Hinweis, bevor wir uns die Charts angucken, auf www.finanzmarktwelt.de hier wieder das Relevante, das Interessante für den heutigen Börsentag. Schauen wir uns mal den DAX an, gleich zu Handelsstart. Und wir sehen, wir sind jetzt aktuell bei 9.285. Hier diese Linie, die 9320er Zone, die ist wichtig. Da hatte der DAX einen Doppeltop gebildet, bevor es dann ziemlich massiv und heftig nach unten ging, eben genau auf die Unterstützung im Bereich 9040-45, die aber hat gehalten. Und dann gestern das Eröffnungsgap, und jetzt scheint sich hier die Rallye fortsetzen zu können, wenn wir über diesen Widerstand rüberkommen bei 9320. Das ist der entscheidende Bereich derzeit, denn dann wäre im Grunde wenig Widerstand zu erwarten bis in den Bereich 9570, 9620. Hier diese Zone, die von großer Relevanz war, die unterschritten wurde hier Ende Juli, und dann ging es ja doch relativ massiv nach unten. Wir sind auf gegenwärtigem Niveau leicht positiv für den DAX, glauben aber, dass es schwierig wird, jetzt erstmal den 9320 im ersten Anlauf zumindest zu überwinden. Schauen wir uns mal den Euro an, der mehr Schwierigkeiten hat. Wir sind bei 1,3349, waren ein paar Pips schon drunter heute Morgen. Es scheint sich jetzt diese Abwärtsbewegung doch fortzusetzen. Wichtig hier die 1,3335, 1,3336. Das ist das Niveau, das jetzt mehrfach hier schon gehalten hat im August. Da müssen wir stoppen, da müssen die Bullen zuschlagen, sonst wird es schwierig, sonst könnte durchaus der nächste Abrutscher in Richtung 1,3280, möglicherweise dann perspektivisch auch 1,32 laufen. Also hier fragile Situation für die Euro-Bullen, das könnte eine heftige Zitterpartie werden. Schauen wir mal, was heute wichtig wird. Im Marktgeflüster werden Sie auf jeden Fall darüber informiert. Bis dahin erstmal das Allerbeste. Ciao.